Hey Leute, Sebastian Berg hier von Kiss and Dynamite. Ich habe was für euch vorbereitet und zwar habe ich ein Schlagzeug-Playthrough-Video gemacht von unserer aktuellen Single Raise Your Glass, welche auch auf dem neuen Album Back with a Bang sein wird, was im Juli 2024 erscheinen wird. Also das gerne schon mal vorbestellen. Und zwar sitze ich hier in meinem wunderschönen neuen Studioraum, in dem die Schlagzeugaufnahmen für Back with a Bang entstanden sind. Also alle 12 Tracks habe ich hier in dem Raum aufgenommen. Und den einen Song werdet ihr gleich sehen. Hinter der Kamera steht das Drumset noch aufgebaut, so wie es war während der Schlagzeugaufnahmen. Und das Video, das Playthrough-Video, gibt es ohne meinen Audiokommentar auch beim Schlagzeughersteller Tama Germany, um genau zu sein, auf dem YouTube-Channel. Da müsst ihr in den Kommentaren schauen, da ist ein Link. Hiermit auch vielen Dank an Tama Germany, dass ihr dieses Video geteilt habt und dass ich die tollen Instrumente spielen darf. So viel schon mal dazu. Und dieses Video hier richtet sich auch eher an die Nicht-Schlagzeuger. Die Drummer dürfen natürlich auch zuschauen, aber werden wahrscheinlich einiges schon wissen, was ich hier so erzähle. Weil ich so oft gefragt werde, du, wie macht denn ihr das mit Kiss and Dynamite? Geht ihr in ein Tonstudio dann 6 Monate und sperrt euch da ein und bringt dann ein Album raus? Nee, wir machen das ja ein bisschen anders. Also bei uns ist das so, dass jeder sein Aufnahme-Equipment zu Hause hat oder jemand hat ein Studio, so wie ich, und dann das Zeug auch bedienen kann, Satzmikrofone hat und sein Instrument und seinen ganzen Computerzeugs und so. Und dann kann man sich die Ideen auch hin und her schicken und die Audio-Files. Also einfach übers Internet, dann Link und los geht's. Also das wäre der moderne Prozess, so ist es auch bei uns. Also wenn Hannes eine Idee hat, dann macht er meistens ein Demo davon. Das klingt eigentlich schon immer relativ amtlich. Und ja, das wächst trotzdem dann immer noch. Und ja, wenn er mir die Sachen dann schickt, dann versuche ich dann, die programmierten Schlagzeugparts dann umzuwandeln in menschlich gespielte Schlagzeugparts. Nicht immer ganz einfach. Ab und zu denkt man, man müsste sich noch einen Arm wachsen lassen. Aber darum geht es dann ja auch, sind Kreativprozesse. Und genau, so ist es auch bei Raise Your Glass gewesen. Ich starte den Song mal. Viel Spaß. Ja, und da unterbreche ich dann auch sofort mal. Hier war die Idee folgendermaßen, den Song auch leben zu lassen, indem man verschiedene Dynamikstufen anwendet. Wie zum Beispiel jetzt den Songanfang habt ihr ja gesehen. Ich spiele den erstmal auf dem Tom, dann wechsle ich auf die Hi-Hat und gehe dann wieder zurück aufs Tom, dass der Refrain noch ein bisschen mehr knallt. Hören wir uns jetzt an. Genau, hier zum Beispiel dann auf dem Crashbecken gespielt. Das ist somit das Lauteste, was man als Drummer erzeugen kann. Würde dann bedeuten, wenn man so einzelne Stufen hat an Energielevel, dann hätte man hier, ja, Tom, die sind eher so ein Tom zu spielen. Während im Groove ist relativ dumpf, fett, bassig. Das ist eher Dynamik Level 1. Hi-Hat geschlossen, Hi-Hat offen, Crashbecken, ja, und dann Ridebecken kommt gleich noch. Da muss ich mal selber über mich schmunzeln. Dieser Stocktrick, dieser Backspin, das war keine Absicht, das ist mittlerweile ein Tick von mir. Ich habe das so oft geübt, diese Stick-Twirls und
keine Ahnung, Stöcke durch die Gegend werfen. Ich mache das ja auch live, stehe aber voll dazu, weil mir macht das Spaß. Ich habe das gern geübt und ich benutze es vor allem auch bei Warm-ups, weil ich finde, dass die Finger machen eine andere Bewegung, als wenn man einfach nur diese Schlagbewegung als Warm-up spielt. Vorm Konzert, Warm-up, also Aufwärmübung, dass man auch mal den Stock irgendwie durch die Finger dreht. Dann wird es noch mal muskulär, die Sehnen werden ein bisschen geschmeidiger. Dann klebt während so einer Show mir der Stock eher an der Hand, als wenn ich das nicht mache. Ich fühle mich damit echt wohl. Davon ab, unser Motto ist Bring Back Stadium Rock und dazu gehören natürlich auch massig Stocktricks. We're stage gear, we only had one goal. Drive into every damn bill. Hi-Hat, Energielevel, bisschen weiter unten. Auch hier, man steigert sich zum ersten Chorus hin, dann darf es auch ein bisschen mehr sein, was die Fill-Ins angeht, also diese Überleitung zum Refrain, was ich da spiele. Sind mehr Noten drin, also es ist ein bisschen mehr, geht ein bisschen mehr ab, bisschen mehr busy. Und das hat natürlich dann auch dem Produzenten gefallen. Es ist drin geblieben. Gibt's auch natürlich auf der Studio-Version, nicht nur auf der Playthrough-Version. Weiter geht's. Da mache ich mal kurz Halt, weil da sieht man jetzt das Ride-Becken, was ich eben schon erwähnt hatte. Das ist das größte Becken, was da so rumhängt. Und die Technik, die ich da jetzt anwende, ist zwischen dieser Glocke, das ist diese Bubble oben, und der normalen Spielfläche immer hin und her zu wechseln. Dadurch entsteht nochmal ein ganz eigener Sound. Das heißt, im C-Part ist ein anderer Sound gewünscht. Dann war die Entscheidung, nehmen wir doch das. Klingt doch ganz gut. Also nochmal ein anderes Energielevel. Dynamiklevel. Kann's noch. Fährt der Song so schön runter. Kann jeder noch mal durchatmen. Ein bisschen genießen. Und da mache ich kurz Halt. Übrigens, das war mein erstes Reaction-Video ever. Wenn ihr das cool fandet, schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich über ein paar Likes freuen. Auch Kiss in Dynamite wäre cool, wenn ihr der Band folgt. In den sozialen Netzwerken. Unsere Platte vorbestellt natürlich. Kommt uns auf ein Konzert besuchen. Und wenn wir, beziehungsweise ich, sowas nochmal machen soll, schreibt es auch gerne rein. Auch falls ihr euch für mehr Equipment-Talk interessiert. Sprich, was spielt der Sebastian denn für Schlagzeuge, für Becken, für was hat er für Fälle, für Stöcke, welche Mikrofone benutzt er und so weiter. Sagt auch gerne Bescheid. Mache ich gerne einen Rundgang. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald. Schönen Tag.